Herzlich willkommen zur nächsten FIFA 15 Ultimate Team Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suivo und wir machen natürlich mit unserer Saison weiter. Gibt aktuell keine Veränderungen im Großen und Ganzen. Training brauche ich, wo ist das denn Vertrag? Hier kriegst du einen Silbervertrag da drauf und kannst du wieder mitmachen. So, dann starten wir das Ganze mal. Ich denke, wir werden uns auch mal... Es gibt ja aktuell so ein kleines Problem. Wir haben nicht mehr so viele Verträge und Verträge sind relativ teuer. Deswegen bin ich am Überlegen, ob wir erstmal wieder Päckchen kaufen. So 3, 4, 5 Stück. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn wir dann nichts Ordentliches kriegen und dadurch die Mannschaft nicht wirklich verbessern können. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Es wurde ja auch gefordert, unter anderem Khedira zum Beispiel zu holen oder Van Persie und Co. Muss ja sagen, Van Persie mit 40.000 ist mir definitiv zu teuer oder Cavani ist auch relativ teuer. Khedira wäre im Bereich des Möglichen, allerdings ist es halt auch wieder so, dass er dann kein... Also nur als Deutscher mitspielen würde, weil er in der spanischen Liga spielt und dadurch dann wieder mehr Chemie fehlen würde, wo jetzt schon mit Schürrle und vorne im Sturm ein bisschen was fehlt. Deswegen finde ich das eher nicht so berauschend. Ah, das war nicht ganz so gut. Schade, dass ich da mit der Grätsche nicht dran gekommen bin, das wäre gut gewesen. Eh nicht. Der spielt ganz schön schnell, muss ich sagen, wenn er dann mal nach vorne spielt. Hoffentlich. So, ich muss mal defensiver einstellen. Oh, das war nicht ganz so schlau, aber okay. Da soll der nicht hingehen. Offensichtlich. Der nimmt den Ball aber auch verdammt gut an, muss ich sagen. Götze. Das war nicht ganz so gut. Guarin. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Müller. Und nun Adrian Ramos. Er attackiert ihn, er will den Ball. Ah, schade. Hat ein bisschen gefehlt. Palacio. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Und nun Adrian Ramos. Das klappt nicht. Konnte da nicht schießen, musste ihn irgendwie zurücklegen, aber da stand alles zu. Alter, ich hatte den Ball doch. Scheiße hier. Das gibt's doch nicht. Wie oft will er den zweiten Ball noch haben? Sowas nennt man saubere Geht doch. Abwehrarbeit. Ah, das war ein Scheißpass. Hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Fuck, fuck, fuck. Sehr gut. Da geht es aus. Puh, müssen wir unbedingt mal irgendwie auch wieder punkten. Also das ist schon ein wichtiges Spiel, definitiv. Spielen wir den Ball denn hin? Bender. Ich habe mal geguckt, Bender hat relativ viele Vorlagen gemacht. Das hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht, aber es ist echt so. Was mache ich denn da für komischen Pässe? Warum laufen die denn nicht da? Das verstehe ich nicht so ganz. Palacio. Hamšík. Das war ja Schwachsinn. Ich weiß noch nicht so ganz. Sein anfänglicher Druck ist auf jeden Fall ein bisschen geschwunden. Würde ich denken. Ach je. Aber ich krieg keine Pässe drauf. Keine Ahnung, was heute los ist.
Normalerweise passen die Pässe immer ganz gut. Ich mache hier nur Quatsch, ne? Und nun Adrian Ramos. Jetzt ist die andere Mannschaft im Ballbesitz. Mach was draus, Junge! Nein, da konnte den Ball nicht mitnehmen. Schade. War, denke ich, ein gar nicht so schlechter Pass. Der hätte was gehen können. Schürrle. Und nun Adrian Ramos. Nein. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgeluchst. Gut. Nein, nicht ganz so gut. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Ach, Ramos, lauf doch bitte. Ashley Cole. War wahrscheinlich der Pass zu schnell gedacht. Bender. Und nun Adrian Ramos. Ah! Scheiße, ey. Den habe ich echt gedacht, das ist eine Wahnsinnschance. Da hat er ein bisschen was verbockt eben. So, machen wir uns da mal ein bisschen Luft, würde ich versuchen zumindest sagen. Melzer ist jetzt nicht unbedingt der beste Schütze für sowas, würde ich mal sagen. Na, geht doch hin, meine Leute. Was macht ihr denn da? Das war dann vielleicht nicht ganz so der schlauste Pass eben. Das hätte auch gut nach hinten losgehen können. Rinde mit, schade. Flanke war nicht so schlecht, denke ich. Ich wüsste nicht, wie ich denn sonst hätte da noch irgendwie unterbringen sollen. Musste, denke ich, so sein. Das war gut. Mario Götze. Nice. Aber es war leider vorbei. War aber gut rausgespielt, denke ich. Das hat mir gut gefallen. Es war schön schnell nach vorne rein. Oh, das war ganz schön blöd. Eieieiei. Da habe ich irgendwie den Ball wieder blöd verloren. Ja, und vor allem, wie stellt er sich denn da? So kann das nichts werden. Oh, was machst du denn da, Kollege? Der und seine scheiß dritte Reihe Dinger. Wenn da wieder einer reingeht, irgendwie in der letzten Minute, flipp ich aus. Ich hasse so Leute. Die Pause ist vorbei. Es ist alles in Ordnung. Der Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an. Guck mal hin! Wieder, ne? Krieg ich einen Reiher. Das hat nichts mit Können zu tun, das ist einfach nur der Spieler dann an sich. Bender. Und nun Adrian Ramos. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Das wird ganz gefährlich. Schade. War natürlich blockiert, aber ich habe gedacht, ich versuche es einfach mal. Das war kein guter Ball. Adrian Ramos. Schade. Also ich glaube, die Flanken bringen halt irgendwie nicht mehr ganz so viel hier in dem Spiel. Das ist das Problem. Das war irgendwie jetzt nicht das Ding.
Der hat halt Probleme, irgendwie an meinen Spielern vorbeizuspielen, habe ich das Gefühl. Da ist das jemand, der immer auf die zweite, dritte Reihe angewiesen ist. Das war nicht so gut. Der ist auf jeden Fall niemand, der die Leute austribbelt. Was ja wieder ein bisschen zu unseren Gunsten ist, sage ich jetzt mal. Weil auf der zweiten, dritten Reihe brauchen wir halt doch schon mehr Glück, um zu treffen. Auch mit guten Spielern, die das können. Ah, fuck it, ey. Ich habe nicht gedacht, dass er sich da umgedreht kriegt, um da irgendwie noch zu stören. Das war nicht so gut. Das war aber auch nicht gut. Es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Das war auch gar nicht gut. Oh Mann. Ich wollte eigentlich woanders den spielen, natürlich. Das ist ja die Story meines Lebens in FIFA irgendwie. Dass die Bälle nicht da landen, wo sie landen sollen. Bender. Oh oh. Piszczek. Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das sagt er zu Recht und das tut dem Spiel gut. Nein, Mann. Hövedes. Und nun Adrian Ramos. Schade. Ja, nicht nur auf der Linie, Alter, was war denn das mit dem Ramos eben? Der ist ja voll aufgelaufen. Holy shit, ne. Das war ein guter Pass auf jeden Fall. Guter Seitenwechsel. Können wir sagen, was man will. Ballbesitz ist wichtig, du kannst aber auch 0 zu 3 verlieren. Ja, und ah, schade. Ballbesitzstatistik erkennen wir. Kein Vorteil für irgendeine Mannschaft. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Ah, der sich gut wieder zwischengedrängt. Schade. Ich komme irgendwie nicht so richtig zu einem guten Abschluss gerade. Er zwar jetzt auch nicht unbedingt. Palacio. Hamšík. Und Achtung, genau hingeschaut. Ein gutes Spiel des Verteidigers und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Ich weiß nicht, sieht aktuell eher nach einem Unentschieden aus, wenn jetzt nicht noch irgendwas Verrücktes passiert. Kann natürlich jederzeit was Verrücktes passieren, das darf man nicht vergessen. Nur, dass hier so eine Ecke auf einmal reingeht oder so, oder so ein Scheißding da reingeht. Irgend so ein Shit halt passiert. Da sollte er auf jeden Fall nicht hingehen. So viel kann ich schon mal klar sagen. Alter, dieser scheiß Abpraller da. Kriege ich schon wieder einen Rappel hier. Und dann mal gucken, dass wir uns ein bisschen offensiver ausstellen. Götze? Götze, was war das? Guarin. Das musst du mir nochmal erklären. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Das war letzte Moment aber auch irgendwo. Ah, das war so dumm wieder. Verdammte Shit aber auch. Okay, geht ins Aus. Ah, viel Zeit haben wir nicht mehr, um den Tor zu machen. Bender, Schürrle, Schmelzer. Und nun Adrian Ramos. Den kriegt er nicht. Schade. Ashley Cole. Guarin. Hamšík. Er sucht El Sharabi mit diesem langen Pass. Und Achtung, der könnte passen. Oh mein Gott, das war richtig gut gespielt von ihm. Das ist ein verdientes Tor, so blöd wie es ist. Das war schade. Es war ein verdientes Tor, aber denke ich, das hat er gut gespielt. Oh ja, das war ein ganz wichtiges
Natürlich schade, dass der da so reingeht und mein Spieler da irgendwie vorbeiköpft. Schade. Aber das war auf jeden Fall ein verdientes Tor von ihm. Da rege ich mich auch nicht drüber auf. Aber wir haben ja noch Chancen. Wer weiß, wer FIFA ist erst vorbei, wenn es das Spiel richtig vorbei ist. Dann kann auch alles passieren. In dieser Phase ist es das entscheidende Tor. Ja, also ich glaube, das ist der K.O. Cáceres. Ashley Cole. Götze. Achtung, jetzt haben sie nochmal die Gelegenheit, um hier den Ausgleichstreffer zu erzielen. Sehr gute Flanke. Das hätte es eben auch sein können, ey. Schnell passen und dann die Lücke finden. Das ist jetzt die Parole. Und der Torhüter ist zur Stelle. Na, ist vorbei. Schade, aber es war ein verdientes Tor von ihm. Irgendwo, es war ein schönes Tor und kann man nichts sagen. Bisschen schade, weil wir unbedingt jetzt Punkte machen müssen, damit wir nicht nur absteigen hier. Irgendwie läuft das in der Saison noch nicht so richtig. Ja, mal gucken, was wir da noch so machen können. Mann, an der Stelle dann auf jeden Fall erstmal wieder einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.